Wow. Nicht schlecht für einen Ranger. Brenner, hast du das gemerkt? An meiner Unterwäsche oder meinem unwiderstehlichen Charme? Ja, an deinen schlechten Manieren. Woher kommst du? Düsseldorf. Was treibt eine Braut wie dich ausgerechnet hierher? Ja, was wohl? Die Aussicht auf eine heiße Strandparty bestimmt nicht. Mich hat so ein Typ direkt aus der Altstadt hierher geschleppt, weil er ein paar Tage am Meer verbringen wollte. Ihr wollt aber nicht etwa in den Dünen zelten? Der ist doch längst wieder weg, der Arsch. Er wird wissen, warum. Das sieht aber gut aus. Rührei. Und zwar die Deluxe-Variation. Zucchini, Zwiebeln, Karotten und Sellerie. Das habe ich jetzt zwar nicht gemeint, aber riechen tut's gut. Sorry. Komm rein, ich habe noch nicht geschlafen. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich mich bei dir entschuldigen wollte. Ich war nicht besonders nett zu dir heute Abend. Keine Bewegung. Mann, hast du mich erschreckt. Es hat sich richtig gelohnt. Du kannst ganz blöd gucken. Wie witzig. Eigentlich sollte dich ein bisschen abkühlen. Wag es nicht. Was sonst? Sonst darfst du hier den Boden schrubben. Und ich habe das Gefühl, du könntest heute Nacht noch was Besseres vorhaben. Mhm. Gibst du mir auch eine Flasche? Nee, du, Kai nimmt immer ohne Kohlensäure. Im Gegensatz zu Bärbel. Aber beide mögen es kalt. Am liebsten direkt aus dem Kühlschrank. Danke. Liegt bestimmt daran, dass sie beiden in Afrika gelebt haben. Gut, dass ihre jungen Hüpfer haben, die ihr Wasser holen, ne? Da haben sie echtes Glück. Also, das war doch ganz schön hier heute Abend. Hey, wir beide haben uns den ganzen Abend nicht gestritten, obwohl wir im selben Raum waren. Und mit Bärbel bist du jetzt glücklich? Sehr sogar. Das freut mich für euch. Und mit dir? Und Kai? Ist alles super. Die Sonne mal wieder hoch? Ja, so das Wasser noch warm und mir wird kalt. Oh, du arbeitest. Haha. Meine Schicht ist vorbei und ich dachte, ich schau mal, wie du so vorankommst. Und ob du vielleicht doch ein bisschen Zeit für mich hast. Ich hab's schon wieder vor mir hergeschoben. Ja, das war ja klar. Was soll das denn jetzt heißen? Leon, wie heißt es so schön? Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Vielleicht bin ich ja einfach nicht diszipliniert genug. Kai ist so... ein Traumprinz für jede Frau. Muss ich eifersüchtig werden? Damit ich dir beweise, dass du dazu keinen Grund hast?